Hallo zusammen, Meier3707 hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge durch die Woche gefloggt. Auch durch diese Woche dürft ihr mich begleiten. Wir haben es jetzt Samstag. Ich war heute Vormittag mal kurz in der Stadt, um was erledigen. Und da gab es dann eine Szene, heftig. Gab einen ziemlich heftigen Verkehrsunfall hier bei uns im Stadtteil. So, da hat es richtig gerumst. Ein Auto ist komplett auf der Seite gelegen. Ich habe schon mit dem Schlimmsten gerechnet, aber so wie es aussieht, nur zwei leicht Verletzte. Also, Gott sei Dank. Konnte dann einiges erledigen heute. Heute ist ja der 11. September. Die Terroranschläge in den USA jähren sich ja heute zum 20. Mal. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Aber ich weiß noch genau, was ich an dem Tag gemacht habe. Ich war ja damals 10 Jahre alt, war in einer Ganztagesgrundschule damals. Wie wir dann nachmittags mit dem Bus heimgefahren sind, haben wir im Radio gehört, dass da irgendwas Schlimmes passiert sein muss. Aber als Kind konnte ich mir da noch keinen rechten Reim drauf machen. Und zu Hause angekommen, habe ich es dann im Fernsehen gesehen. Der lief da, glaube ich, schon, wie ich heimgekommen bin, wenn ich mich recht erinnere. Was da passiert ist. Puh. Wahnsinn. Wie habt ihr denn das Ganze damals erlebt? Ich habe heute bei Karim Belkacem in Die Vermissten von Tanger wieder weitergelesen. Ja. Karim ist immer noch am Hafen unterwegs. Bin jetzt ungefähr bei der Hälfte des Buches. Bis jetzt wirklich nicht schlecht. Sehr spannend und ich kann mir auch immer noch keinen rechten Reim drauf machen, was dieser eine Straßenhändler mit der Sache zu tun hat. Und ich weiß auch nicht, was mit Karims Kollegen da passiert ist. Ich hoffe, dass ich das jetzt dann in der zweiten Hälfte des Buches mal erfahren werde. Aber auch die ganze Story, wie gesagt, nicht schlecht gemacht. Demnächst werden noch 3 Rezensionsexemplare vom Emons Verlag bei mir einziehen. Die Bücher werden im Oktober erscheinen, also in den nächsten Wochen irgendwann, denke ich, kommen die mal bei mir an. Ich freue mich sehr drauf. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle mal an den Emons Verlag, falls das jemand sieht, dass das mit den Rezensionsexemplaren immer so gut klappt. Herzlichen Dank, freut mich immer sehr. Mehr habe ich heute nicht zu erzählen. Morgen hören wir uns dann wieder. Ciao! Hallo zusammen am Sonntagabend. Heute war ein erfolgreicher Lesetag bei mir, denn ich konnte Die Vermissten von Tanger beenden. Also vor allem die zweite Hälfte des Buches, die hatte es ja mal so richtig in sich. Da ging ja einiges ab. Es ist der zweite Fall eben für Karim Belkacem. Karim ermittelt in einem großen Fall von geschmuggelten Medikamenten. Sein Kollege Abdu war eben zu diesem Zweck in Tanger unterwegs, um am Hafen Ermittlungen aufzunehmen. Doch plötzlich ist er spurlos verschwunden und Karim reist selbst nach Tanger, um dort Ermittlungen aufzunehmen und nach seinem Kollegen zu suchen. Doch er hat schnell das Gefühl, dass er keinem, auch der örtlichen Polizei, nicht trauen kann. Und wie gesagt, da geht dann wirklich einiges ab da am Hafen. Vor allem auch die Geschichte mit den Flüchtlingen. Das fand ich teilweise wirklich heftig. Vor allem als Karim da mal kurz zu einem Einsatz an der Grenze musste. Karim bekommt in dem Buch auch Unterstützung von seiner, ich glaube, Cousine ist es, die sogar ihre Karriere auf der Polizeiakademie gefährdet, nur um ihm zu helfen, den Kollegen wieder zu finden. Aber auch auf der Akademie ging da in diesem Buch einiges ab. Aber was genau, das müsst ihr selber lesen. Und ich will jetzt auch noch nicht verraten, ob es Karim gelingt, seinen Kollegen wieder zu finden. Wie gesagt, 4 Sterne gebe ich dem Buch, nicht schlecht gemacht. Also das letzte Quäntchen hat mir hier irgendwie noch ein bisschen gefehlt. Aber wie gesagt, sehr gut. Wenn es mal weitere Fälle für Karim Belkacem geben wird, werde ich sie mir auf jeden Fall wiederholen. Jetzt muss ich mal schauen, was ich als nächstes lese.
vielleicht blutroter Wein, was ich mir ja letztens in der Buchhandlung mal geholt habe. Oder den neuen Fall für den Chef Oberleopold. Ich glaube, das wäre auch noch eine gute Option. Ich habe ja heute einen fatalen Fehler gemacht. Ich habe beim Momox ein Guthaben gehabt und lasse es mir auf dem Medimops-Gutschein ausschreiben, dieses Guthaben. Das war fatal. Ich habe ja noch nicht genug Bücher auf meinem Sub. Ich wollte eigentlich nur ein oder zwei Bücher für dieses Guthaben mir besorgen. Aber ihr kennt es wahrscheinlich, wenn man einmal dabei ist, bei Medimops zu stöbern, kommt ein Buch zum anderen. Fünf Bücher sind es am Schluss geworden. Hey, 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 hey. Die werden bald mal eintrudeln dann bei mir. Vielleicht kann ich sie euch sogar im Rahmen dieses Vlogs noch präsentieren. Ein Buch ist dabei, da geht es um Monk, diesen skurrilen Ermittler. Ich habe zufällig erfahren, dass es zur Fernsehserie Monk auch noch Bücher gibt. Wollte ich jetzt einfach mal eins ausprobieren. Monk finde ich ja auch als Fernsehserie immer nicht schlecht. Mit seinen ganzen Ängsten und Psychosen, die der Kerl hat. Habe jetzt noch längst nicht alle Monk-Folgen gesehen, aber manchmal, wenn es im Fernsehen kam, bin ich dran hängen geblieben. Für heute soll es das an der Stelle gewesen sein. Wir hören uns bald mal wieder. Meier 3007. Hallo zusammen am Montagabend. Heute ging es bei mir an die Verarbeitung der letzten Folge durch die Woche geflockt. Da gab es ein kleines Problem. Aber in den nächsten Tagen kommt die auf jeden Fall noch online. Ich habe gerade mit Erschrecken festgestellt, meine Neuzugänge sind ja noch gar nicht online. Aus dem August. Das muss ich ganz dringend abstellen. Das kommt auf jeden Fall heute noch online. Ich habe jetzt vorher mal wieder ein bisschen oder in der letzten Zeit mal bei D-Max durchgeschaut. Da kommt mal wieder die Goldsuche in Alaska. Das ist ja auch eine richtig coole Serie. Ich habe gerade gesehen, dass man sich im Internet alle Folgen, die es bisher gibt, noch mal in Ruhe anschauen kann. Alle 11 Staffeln mittlerweile. Also da habe ich mich jetzt entschlossen, fange ich jetzt von an, ganz vorne an und schaue mir alle Folgen jetzt dann irgendwann mal in der nächsten Zeit an. Es wird wahrscheinlich etwas längeres, aber da freue ich mich. Denn das Goldrausch in Alaska, das ist immer richtig cool da. Anfang ist ein gutes Stichwort. Ich habe nämlich gestern Abend noch ein neues Buch angefangen, nämlich Rachemocker, der, ich glaube, mittlerweile 15. Fall für den Chef Oberleopold. Diesmal geht es um ein Bauwerk oder eine Gedenkstätte, glaube ich, für den Dichter Eichendorff. Ich bin gespannt, wie sich die Story entwickelt. Vor allem Leopolds Disput mit dem deutschen Touristen ganz am Anfang. Das war richtig witzig gemacht. Wie gesagt, ich halte euch, was das Buch angeht, auf jeden Fall auch noch auf dem Laufenden. Und wir hören uns alle bald mal wieder. Ciao! Hallo zusammen am Mittwoch. Ja, ich weiß, ich habe mich gestern mal wieder nicht bei euch gemeldet, ich habe es vergessen. Aber jetzt hier habe ich was Schönes. Das Minimops-Paket, ich glaube, das habe ich ja schon erwähnt, ist jetzt angekommen. Ich habe es schon aufgeschnitten und werde mich jetzt dann gleich ein bisschen durchstöbern. Ich zeige euch die Bücher auf jeden Fall in einem separaten Video. Freue mich jetzt schon sehr auf das Unpacking. Später melde ich mich auf jeden Fall bei euch dann nochmal. Ciao! Hallo zusammen am Mittwochabend. Ja, die Verarbeitung der letzten Folge durch die Woche gefloggt hat jetzt endlich geklappt, geht gerade online. In einer halben Stunde ungefähr ist es jetzt durch. Ich werde mir jetzt dann noch in Ruhe eine Folge Goldrausch in Alaska reinziehen. Und den Abend dann ganz gemütlich noch ausklingen lassen. Ich freue mich jetzt schon. Beim Chef Oberleopold habe ich heute auch wieder weitergelesen. Jetzt haben sie tatsächlich am Eichendorffplatz eine Leiche entdeckt. Oder am Eichendorff-Denkmal besser gesagt. Leopold hat ja das Talent dafür, Leichen zu finden. Bin gespannt, wie die Story weitergeht. Und auch wie es mit Korber und seinen ewigen Liebesgeschichten mal wieder weitergeht. Ich halte euch auf jeden Fall dann auf dem Laufenden.
Ich denke, in den nächsten Tagen ist das Buch ausgelesen und dann bekommt ihr auf jeden Fall auch das Fazit noch von mir. Also, wir hören uns wieder. Bis morgen. Hallo zusammen am Donnerstag. Ja, ich komme gerade aus der Arbeit und habe es mir jetzt hier mit einer guten Tasse Tee mal so richtig gemütlich gemacht und werde jetzt noch ein bisschen hier bei mir in der Abo-Box vorbeischauen. Habe hier gerade ein Video von Ruby Redbooks eingeschaltet. Das schaue ich mir jetzt ganz gemütlich an. Und später werde ich auf jeden Fall auch noch beim Chef Oberleopold weiterlesen. Da bin ich jetzt auch schon gut vorangekommen mit dem Buch. Gefällt mir wieder richtig gut bis jetzt die Story. Ich werde das Buch auch bald auslesen, denn morgen kommt ja ein Buch raus, auf das ich mich schon ewig freue. Der neue Eberhofer-Krimi. Das Reh-Ragout-Rendezvous. Ach, die sind immer so cool, diese Eberhofer. Da freue ich mich richtig drauf. Ich werde es gemeinsam mit der Sonja lesen, ehemals Sonnige Bücher. Mit ihr habe ich ja die letzten 4 oder 5 Eberhofer-Bände auch gemeinsam gelesen. Also seit dem Leberkästchenki lesen wir jeden Eberhofer gemeinsam. Das ist auch immer richtig witzig, sich dann mit ihr so auszutauschen. Wie gesagt, das Buch wird morgen auf jeden Fall besorgt. Und was der Abend dann sonst noch so bringt, da lasse ich mich jetzt einfach mal überraschen. Also, spätestens morgen hören wir uns wieder. Ciao! Hallo zusammen am Freitagabend. Und hier ist das gute Stück. Ich habe es ja schon angekündigt, dass ich es mir heute holen werde. Rita Falk, das Reh-Ragout-Rendezvous. Die Eberhofer-Oma stellt das Kochen ein. Natürlich ein Schock für die ganze Familie. Und auch die Susi konzentriert sich mehr auf ihre Karriere als stellvertretende Bürgermeisterin. Passt dem Franz natürlich alles mal so überhaupt nicht. Und dann soll er auch noch im Auftrag der Mooshammer Liesel einem Vermisstenfall nachgehen. Aber weit und breit ist keine Leiche zu finden. Das hört sich mal wieder richtig, richtig witzig an. Ihr seht, ich habe da heute schon ein bisschen reingelesen. Da freue ich mich richtig drauf jetzt dann. Ich lese es ja mit der Sonja von Sonnige Bücher. Dieses Wochenende steht der erste Leseabschnitt noch auf dem Programm. Ich werde euch auf jeden Fall berichten, wie mir das Buch gefällt, denn auch durch die nächste Woche könnt ihr mich auf jeden Fall wieder begleiten. Und da werdet ihr immer wieder was zu diesem Buch erfahren. Bei mir in der Arbeit war es halt mal wieder richtig stressig, also da war richtig viel los. Aber jetzt ist endlich Wochenende. Und zwar eins, auf das ich mich schon lange freue. Denn unser großes Erlebnisbad macht innen jetzt wieder auf. Das Hallenbad ist ja kernsaniert worden. Endlich geht's da wieder rein. Das ist ja fast schon sowas wie mein zweites Zuhause. Da bin ich normalerweise jedes Wochenende dann zu finden. Wenn es geht. Ich freue mich jetzt immer riesig, dass es wieder losgeht. Sonntag ist es soweit. Morgen ist Eröffnungstag, aber da werde ich noch nicht rausschauen, denn da wird man wahrscheinlich erdrückt, fürchte ich. Bin mal gespannt, wie es dann am Sonntag ist. Auch dazu werde ich euch in der nächsten Folge mehr erzählen. Aber auch sperrholztechnisch möchte ich dieses Wochenende mal wieder ein bisschen was machen. Wie gesagt, auf diese Folge könnt ihr euch dann freuen. Die aktuelle Folge, durch die Woche gefloggt, wird jetzt dann wahrscheinlich morgen oder übermorgen online kommen für euch. Das war's jetzt mit der Folge. Wir hören uns alle bald mal wieder. Meier 3007.